Freunde, es ist die alljährliche Sommerfolge, zu der ich euch herzlich begrüße. Und herzliche Grüße schicke ich auch nach Spanien zu unserem lieben Freund mit dem goldenen Herzen, dem Dida. Hallo Dida! Grüß dich gut, Olli. Ja, grüß euch gut, liebe Leute da draußen. Grüß euch gut bei Pumuckl Sturschädel. Ja, Olli, du sagst es, unsere Urlaubsfolge, oder? Wir sind beide auf Urlaub, mehr oder weniger. Ich im sonnigen Süden Spaniens. Bei mir hat es ist lokale Zeit, 21.01 Uhr und es hat immer nur 30 Grad. Wie ist das bei dir, Olli? Ja, ich habe mir gedacht, du sagst mir jetzt, du bist in einem klimatisierten Raum da in Spanien und es ist wunderbar bei dir. Ich sage dir Folgendes, ich reise mir heute, glaube ich, während der Folge nur das T-Shirt vom Leib, weil es ist natürlich unfassbar warm. Hm. Bei mir ist es auch 21.01 Uhr, aber es ist, mir taugt es trotz allem immer. Ich bin immer sehr gechillt bei unserer Sommerfolge, bei unserer Urlaubsfolge, du hast das richtig gesagt, weil im Urlaub ist es egal, ob es 21.01 Uhr ist, da sind wir nicht müde, weil genau. Wir müssen nicht um 5:30 aufstehen. Und wir sind ausgeschlafen und sind gut drauf. Da möchte ich dir fast ein Liedchen trällern, lieber Dieter. Tralala, tralala, tralala. Sing doch mit, Dieter. Tralala, tralala. Ah, genau. Na du, Klimaanlage, die habe ich natürlich ausgeschalten, weil wenn ich die eingeschalten habe, nachher schimpfst du mir wieder, dass es Hintergrundgeräusche gibt bei mir. Darum sitze ich jetzt da schwitzend vor dem Mikro, aber es bläst so ein ganz kleiner, leiser Ventilator, der belüftet mich da ein bisschen, Gott sei Dank. Na Wahnsinn. Ja, Dieter, es ist die Sommerfolge, da kannst du machen, was du willst, ausnahmsweise. Da darfst du in die falsche Mikroseite sprechen. Ja, ausnahmsweise. Da darfst du aus einem anderen Raum aufnehmen, der halt, du kannst dir die Klimaanlage einschalten. Wir Hörer, ja, und da zähle ich mir dazu, wir werden und Hörerinnen. Folge alles dir durchgehen lassen. Und Dankeschön, richtig, ja. Richtig. Ja, auf jeden Fall. Na, ja. Sehr gut. Du, Olli, dann lass uns gleich einmal reinstarten. Doch mit. Ich merke, du hast dich eingestimmt mit Trololo, Trololo, Trololo. Oder hast du mit was anderem eingestimmt? Naja, in letzter Zeit, normalerweise müsste man ja die Münchner Freiheit mit Herz aus Glas wieder da in den Topf werfen. Ja. Aber die habe ich ja schon mal angeteasert hier in dieser Rubrik. Aber würde natürlich gut passen. Nein, in letzter Zeit habe ich wieder viel Volkshilfe gehört. Kennst die Band? Ja, sag mir was, habe jetzt aber gerade keinen Hit im Ohr. Ja, naja, dann. Stimmen wir mal an. Googelst du das einmal. Ja, passt, sehr gut. Aber ist eine coole Band, ja. Die haben übrigens gespielt, wie wir damals gemeinsam beim Skispringen waren. Aber wir haben es natürlich nicht gesehen. Fantastisch, die Band Volkshilfe, sehr zu empfehlen. Olli, haben wir den Feedback von unseren Hörern und Hörerinnen vor allem erhalten? Ja, da möchte ich gerne den Jonas erwähnen. Der Jonas hat uns wieder zum zweiten Mal den Geheimtipp gegeben, den großen Geheimtipp, dass der Bankratz bzw. die Bankratz Radiofolge auf YouTube zu finden ist, weil in unserem Archiv ist nicht drinnen. Und die verlinke ich euch natürlich sehr, sehr gerne. Ist extremst hörenswert, mit einigen netten, lustigen Zusatzspaß, möchte ich fast sagen. So kleine Zusatzszenen oder Teile von Szenen. Und also sehr zu empfehlen, würde ich sagen. Dann werden wir da nicht nur drüber reden. Ist es der Link, den du mir geschickt hast, oder? Von dem YouTube-Kanal. Der uns geschickt hat und der Link, den ich dir geschickt habe. Und recht schönen Dank, lieber Jonas. Immer weiter so uns Sachen schicken. Und ja, cool. Herzlichen Dank an alle anderen, die uns schreiben. Wir lesen alles, wir schreiben zurück. Das sagen wir eh. Genau. Es sind ja natürlich tausende Sachen, die kann man nicht alle on air besprechen und vorlesen. Aber Daumen nach oben für euch und gebt uns einen Daumen auf YouTube, dann verbreitet das den Podcast ein wenig. Und das ist gut für den Pumuckl. Und wenn ihr Pumuckl unterstützt,
dann unterstützt ihr uns, dann könnt ihr das machen, wenn ihr Kulturgut weitergeben wollt. Daumen nach oben. Unbedingt, unbedingt. Gut, Oli, wunderbar, nachdem du jetzt auch so schön das Housekeeping gemacht hast, dann hätte ich gesagt, lass uns übergehen zum Lieblingszitat der Folge. Hast du eines mit dabei oder sogar als Einspieler? Ich habe es wieder als Einspieler. Ich habe ein bisschen überlegt, aber letztendlich komme ich an diesem Einspieler, an diesem Zitat, an diesem Gedicht nicht vorbei. Weil es ist für mich eines der legendärsten überhaupt. Baue nie ein Herz zum Scherz, denn es macht sonst jemand Schmerz. Und hat mal jemand Schmerz im Herz, dann ist das gar kein guter Scherz. Verjag den Schmerz mit Scherz, mein Herz. Dann hat das Herz nie mehr einen Schmerz. Das ist ein wundervoller Vers. Ich meine natürlich Vers, aber das reimt sich nicht. Ja, der Vers, taugt man sehr, ist für mich unglaublich eingeprägt in meinem Pumuckl-Hirn. Und habe es selbst, glaube ich, schon sehr, sehr oft so gesagt, das mit dem Pferd. Naja, Tatsache. Aber Oli, du hast jetzt nicht die Frage zum Schluss vom Pumuckl nur mit eingespielt, aber das reimt sich nicht. Macht das doch, was? Doch, habe ich. Also hast du vielleicht nicht gehört, weil es manchmal ein bisschen abgehakt ist, okay. Für dich. Okay. Als direkter Telefonpartner, aber es war dabei. Ja, sehr gut. Das heißt, du eröffnest praktisch unseren Podcast mit dem letzten Zitat der Folge. Mit einem wundervollen Pferd. Finde ich gut. Ja, du, dann lass mich dir mal, dir und vor allem unserer Hörerschaft sagen, was mein Lieblingszitat ist. Und zwar ist es ein Dialog zwischen einem Eder und einem Pumuckl. Der Eder sagt, ja, und mich bringst du jetzt in die größte Verlegenheit. Was sage ich jetzt? Du sagst jetzt die schöne, schlichte und einfache Wahrheit. Herz ist weg, keiner kann es finden, mag es sich auch noch so schinden. Oh, ich bin ein großer Dichter. Spitzenmäßiges Zitat, vor allem weil der Pumuckl dem Eder da total überlegen ist. Ja, also der Eder ist richtig verzweifelt und der Pumuckl, ja, lässt ihm so richtig spüren, was der, er gibt ihm da die volle Kante. Das ist richtig und das ist ein ganz ein wichtiger Hauptteil von der ganzen Geschichte, dass das so ist und dass sich der Pumuckl da wirklich lange Zeit nicht birgen lässt. Mhm. Und da gefällt mich schon, wenn wir das analysieren. Ja, und Oli, es ist auch heute das Hörspiel der vielen Reime, gell? Mhm. Und du hast als Lieblingszitat einen Reim vorgebracht. Ja, das zieht sich auch durch die Folge, gell? Also stellenweise, da reimen sie so dahin, der Eder und der Pumuckl. Ja, da habe ich nachher sogar was vorbereitet, liebe Leute, wo man sehr gut den Vergleich zwischen der Pankratz-Folge und der Bayerhammer-Folge erkennt, weil in der Pankratz-Folge reimen sie nur mehr. Das ist nur mehr. Wahnsinn. Voll cool. Sehr gut. Dole, cool ist auch, dass ich jetzt wieder gleich nach dem Lieblingszitat die Handlung abreiße, so kurz als möglich. So ja. Und zwar, ja, und das Cover und besprechen wir erst nachher noch. Ja, genau, Oli, du hast das erfasst. Jetzt erzähle ich euch einmal, nämlich, dass der Pumuckl seine Murmel verloren hat. Ja? Er sucht sie im ganzen Hof und er kann sie nicht finden. Dafür findet er aber ein goldenes Herz, ein Anhänger einer Kette. Den findet er da. Und der Eder vermutet natürlich, dass eine seiner Kundinnen, die Frau Meissner, den Anhänger verloren haben muss, weil die hat so ein Armbandel gehabt mit ganz vielen solchen Anhängern. Und der Eder fragt da gleich nach, aber seine Kundin, die vermisst kein goldenes Herz. Und für den Eder super, der Eder freut sie, weil er denkt sie, ich kann jetzt ruhigen Gewissens dem Pumuckl das Herz schenken. Und er tut das auch. Aber, jetzt schlägt das Schicksal zu quasi. Nämlich nicht die Frau Meissner hat das Herz verloren, sondern die Bärbel. Was der Oli, die vom Vorderhaus.
Und die Bärbel ist ganz traurig, die ist aufgelöst, möchte man sagen. Weil der Anhänger ist ein Geschenk ihres Vaters und sie hat ganz furchtbar Angst, dass sie furchtbar geschimpft wird. Mhm. Und der Eder ist jetzt in der Zwickmühle, ja. Er versucht den Pumuckl dazu zu bewegen, das Herz rauszurücken, aber der Pumuckl will es nicht, er versteckt es. Und als die Bärbel dann zum Eder kommt und nach dem Herz fragt, da hat es der Eder nicht. Aber die Bärbel zeigt dem Eder dafür die Murmel, eine Murmel, die sie im Hof gefunden hat. Und richtig, es ist die Murmel, die der Pumuckl verloren hat. Und jetzt ist der Kobold außer sich, ja, weil er will natürlich das Herz und die Murmel, weil er glaubt, dass beide Glücksbringer sind. Und bevor der Kobold nur handeln kann, hält ihm der Eder eine Moralpredigt über Glück und darüber, was denn das Richtige ist, sozusagen das Richtige, das man tun soll. Und der Pumuckl, der will das alles nicht hören, aber, als der Kobold dann in den Hof geht, zur Bärbel, die da mit der Murmel spielt, und da eine Wette hört, die Bärbel mit sich abschließt, da, Oli, da ändert sich beim Pumuckl so einiges. Und was es mit dieser Wette auf sich hat und was der Pumuckl dann wirklich tun wird, das erfahren wir in unserer Analyse. Ich habe es voll vergessen, dass du das offene Ende ja immer bringst. Naja. Ja, das war sehr überraschend jetzt für mich. Ja, super, nehmen wir mal einen Schluck. Es ist die Sommerfolge. Wir haben uns natürlich ein Bierchen aufgemacht. Du ein kleines 0,2er spanisches 0,25. Zisch- und Wegbier. Mhm. Ja, Cruz Campo. Ich mein vorletztes Stiegl hell. Eins habe ich noch in meinem Podcast-Kühlschrank. Mal schauen, ob ich es mir auch noch aufmache bei der Hitz. Ja, lieber Dieter, schauen wir mal ganz kurz auf die Covers. Es ist ja die 17. Folge. Angebrochen. Mhm. Was die Hörspiele betrifft, die neuen Hörspiele. Und das ist ganz interessant, weil da haben wir zwar was Goldenes, aber es ist kein Herz, es ist die goldene Plotten. Wahrscheinlich haben sie so viel Hörspiele verkauft, dass der Pumuckl die goldene Schallplatte gekriegt hat. Oli, es ist das goldene Pendel einer Standuhr. Und ich habe mir das nämlich auch gefragt. Ich meine, was zum Geier, ja? Ich meine, jetzt haben sie irgendwo irgendwas gesucht, wo der Pumuckl mit was Goldenem zu finden ist. Aber es ist doch, versteht doch keiner, oder? Was hat das Cover bitte mit der Folge zu tun? Kommt ihr beim Waldspaziergang jetzt auch nicht vor, oder? Nein, natürlich nicht. Ich glaube, das ist wieder ein Bild aus Pumuckl und das Schlossgespenst, könnte es sein, oder halt aus irgendeiner. Nein, Pumuckl und die Uhr. Diese Trottlerei. Pumuckl und die Uhr gibt es ja auch noch. Gell? Das wäre möglich. Aber es ist halt wieder irgendwas, was der ist, hat keine Fernsehfolge gegeben. Jetzt haben sie irgendwas genommen, wo was Goldenes drauf ist. Ja, Katastrophe. Okay, aber da hast du es jetzt wahrscheinlich eh schon aufgedeckt. Sie haben halt unbedingt immer was aus einer Fernsehfolge außer schneiden müssen und wenn es keine gibt, dann genau, war das wahrscheinlich die näherste Lösung. Ja, unglaublich, ein Skandal. Ich möchte sofort die Skandalkelle schwingen. Und, auf dieser neuen, wo der Pumuckl so lustig gezeichnet ist, da ist ein süßes, kleines, goldenes Herz, das er freudig in der Hand hält. Und schön in hellblau der Hintergrund wie immer gehalten. Und auf dem alten LB-Cover, da ist ein mini-goldenes Herz. Genauso in der Proportion, würde ich sagen, wie es auch in Wirklichkeit an so einem Armband sein könnte. Gefällt mir wieder sehr gut. Diesmal in Olivgrün, weil Oliv ist sehr praktisch, die da. Und mit gelb-roter Kombination, also gelb wie immer, oben. Gelbes Leiberl, rote Hose vom Pumuckl. Genau. Und das Herz, Oli, du sagst es in der richtigen Größe, sodass man es hinter einer Sesselleiste, wie man bei uns sagt, verstecken kann. Also ein wirklich ganz sehr, sehr kleines Herz. Das verliert man natürlich leicht. Also das muss auch der Bärbel klar werden. Aber wenn das gefunden wird, kann sie sofort wieder verloren gehen. Das ist ja so klein.
Ja, ist halt schwierig mit solchen Talismännern, ne? Weil die musst du einerseits bei dir haben und ja, Hosentaschen hat es keine. Und, das, und der grüne Hintergrund, Oli, ich glaube, das ist eine Anspielung auf den Waldspaziergang, was der wieder sind sie dann im Grünen draußen. Naja. Du bist sehr schlau. Aber wirklich wieder mal ein sehr, sehr schön gezeichnetes Cover auf der LP drauf. Haben wir jetzt eh schon öfters gesagt, uns gefallen die LP-Covers. Immer mehr. Immer mehr. Oli, die Sprecher, die Rollenbesetzung. Wir haben, glaube ich, doch, haben wir schon gesagt, also sie ist ja als TV-Folge nicht herausgekommen. Es gibt sie als MC- und LP-Hörspiel und als Radiofolge. Und MC und LP ist wieder gleich, bis auf den Erzähler. Ansonsten alles gleich. Und da spricht die Bärbel, die Julia Fischer, die wir bereits kennen. Großartige kindliche Synchronsprecherin. Macht es auch. Jetzt hat er einen Frosch im Hals. Macht es auch in dieser Folge wieder großartig. Und als Frau Meissner haben wir die Katharina de Bruyn. Darf auch nicht fehlen. Überall, wo es eine Kundin gibt. Genau, wunderschön. Da geht uns das Herz natürlich auf, wieder mal. Und das Goldene. Auf jeden Fall. Und in der Radiofolge spricht die Bärbel, die Beate Glas. Da kommen wir noch dazu, wie sie das interpretiert. Und die Frau Meissner wird von der Marianne Brandt gesprochen. Da frage ich mich natürlich, ist die Beate Glas vielleicht verwandt mit der Uschi Glas? Und die Marianne Brandt vielleicht mit dem Rainer Brandt? Das wäre natürlich eine feine Sache. Das wäre eine sehr feine Sache. Ich vermute aber, es ist nur derselbe Nachname, kein verwandtschaftliches Verhältnis. Also wenn es die Frau vom Rainer Brandt wäre, dann würde sie sehr alt klingen, würde wahrscheinlich sehr alte haben. Wobei, ich weiß nicht, der Werner Brandt, Rainer Brandt, der Thomas hat ihn übrigens mal getroffen beim Saturn. Wer es nicht weiß, wer nicht so ein Nerd ist wie wir, der Rainer Brandt ist eine Legende unter den Synchronsprechern, hat sehr viel, also hat alle Bud Spencer, Terence Hill Synchronregien geführt und eigentlich auch ist für dieses ganze Schnodderdeutsch, was in diesen Filmen immer vorkommt, verantwortlich. Genau. Genau. Und die Marianne Brandt, die kennen wir auch aus der MC-Hörspielserie, zum Beispiel eben bei Das Schlossgespenst, da war sie die Köchin Marie. Genau, aber sie war auch schon mal die Frau Eichinger, gell? Hat sie auch mal gesprochen. Ja. Ja. Genau. Ja, auch zur Stammbesetzung, kann man schon fast sagen. Oder halt zum erweiterten Stammsprecherkreis. Müssen wir mal nachschauen, ob es gleich heute ist, wie der Rainer Brandt. So, und jetzt höre ich schon wieder auf mit diesen Themen, die gar nichts mit dem Bumuckl zu tun haben. Ja, das glaube ich war es. Die Radioversion, weil wir Bezug drauf nehmen, ist von 1966. Und die MC-Version ist von 1984. Halt euch das mal im Hintergrund, behaltet euch das mal im Hintergrund im Kopf, wenn wir dann die Hörbeispiele hören. Sehr gut. Ja, dann starten wir gleich rein, oder? Dann beginnen wir mit unserer Analyse. Und zwar, Ole, es beginnt in der Werkstatt, ja. Und zwar, der Pumuckl klagt im Äther, er findet seine Murmel nicht und da gibt es einen wirklich sehr schönen Dialog zwischen einem Pumuckl und dem Meister Eder. Wie gefällt dir der Dialog? Sehr, sehr gut. Es ist am Anfang schon wunderschön, wenn der Erzähler uns wieder hervorragend einführt und schon mal sagt, naja, es ist eigentlich unfair, dass das mit dem Verlegen, ja, wenn wir was verlegen, wie sagt das? Du hast es hier besser noch im, das, ich habe mir es nicht aufgeschrieben. Ich habe mir es jetzt auch nicht aufgeschrieben, aber im Endeffekt ist hast recht, es ist in der Einleitung schon gleich sehr viel verpackt an wertvoller Pädagogik, nämlich scheinbar wertlose Gegenstände haben halt für manche doch einen großen sentimentalen Wert und so geht es halt dem Pumuckl mit dieser Murmel.
Genau. Und das mit dem Verlegen war irgendwie so, ja, es wäre doch irgendwie langweilig, wenn nicht Erwachsene auch mal was verlegen würden oder so. Oder, na, wenn nicht der Pumuckl, der immer schuld ist, dass die Erwachsenen, wird, genau. Ja, und das ist ja das, was dann in dem Dialog auch vorkommt, dass der Pumuckl dann sagt, ja, du hast das leicht, Meister Eder, weil wenn du was verlegst, bin ich schuld und wenn ich was verlege, wärst du auch schuld. Und der Eder sagt ganz hämisch, auch du. Genau. Und mir gefällt es sehr gut, wie der Pumuckl sagt, was der Pumuckl findet's nicht und er fragt dann den Eder oder er macht ihm sogar einen Vorwurf, hast du sie zusammengekehrt und in den Ofen geworfen? Weil du, weißt du, ist ja auch so, wenn man was nicht findet, dann muss irgendwer anderer dran schuld sein. Ist so. Das ist ganz, ganz menschliches Verhalten, zeigt der Pumuckl da auch. Richtig. Und Dieter, eigentlich wollte ich ja, bevor wir schon jetzt drüber reden, was mit dieser Glasmurmel passiert ist, wollte ich dir eigentlich fragen, ob du weißt, was ein Glasschusser ist. Mhm. Ja, ich weiß es seit der Folge. Und zwar, Oli, ich habe im bayerisch-deutschen Wörterbuch nachgeschaut. Ja. Also ein Schusser, der Schusser, das ist entweder ein Spielkügelchen, ja, eine Murmel oder ein Klicker. Ist auch lustig, aber habe jetzt auch schon mehrmals gehört. Knallfrosch. Klicker, weil die halt also, so. Froschknall-Ding. Na, oder wenn man halt die Kugeln so gegeneinander klicken, hört man ja beim Billard. Oder, Oli, okay. In Bayern, die zweite Bedeutung, die Schusser haben kann, ist nämlich Auge oder beziehungsweise Augen. Zum Beispiel, gay, da treibst du deine Schusser raus. Und das habe ich tatsächlich schon gehört. Also das war mal geläufig. Okay, mir nicht. Ja, aber witzig. Also da könnt ihr uns gerne mal, wenn ihr aus diesem Raum stammt, Feedback geben, ob das für euch nach wie vor geläufig ist. Weil auffällig natürlich in der 1900, was habe ich gesagt, 84, glaube ich, gell? Wie immer, Folge, taucht der Schusser eben nicht mehr auf. Da ist es dann ausschließlich die Glaskugel oder die Murmel. Mhm. Während ja in der 66er-Version drei Viertel der Ausdruck Schusser benutzt wird. Genau. Also, wobei sie schon erklären, dass das eine Glaskugel oder manche sagen Murmel dazu, das sagt eine Radiofolge, sagt das der Erzähler. Hm? Naja, sicher. Für die Preisen. Genau. Ja, genau. Jedenfalls, okay. Der Schusser ist weg, die Murmel. Und der Pumuckl sucht sie im Hof auf und ab, aber er findet, anstelle der Murmel, findet er dann das Herz. Und es ist super, weil er kommt zum Eder, gell, und freut sich voll. Er hat jetzt quasi einen Ersatz. Und der Eder fragt dann so, du, sag einmal, ob das echt ist. Und der Pumuckl am Anfang natürlich aus vollem Stolz sagt er, ha, und wie das echt ist, ja. Und dann sagt der Eder, erklärt er ihm halt wieder auf, naja, wenn es echt Gold ist, dann darf man es nicht behalten. Ja, dann ist es vielleicht doch nicht so echt und ich darf es behalten. Nein, er sagt nämlich, dann ist es lieber nicht echt. Ja, genau. Also sehr geschickter Pumuckl da, überhaupt in der ganzen Folge. Er argumentiert immer sehr, sehr geschickt und er ändert halt auch die Meinung, wann es ihm besser passt. Ja, das ist richtig. Genau. Ja, genau. Und der Eder, natürlich der alte Moralprediger, der überlegt gleich, wem könnte es gehören. Und er kommt dann auf die Frau Meißner. Und er muss am späteren Nachmittag muss er dann eh nochmal zur Frau Meißner hin. Weil die hat ja so ein Kettel oder so ein Armbandel gehabt. Und da war einiges drauf. Ein Pinguin zum Beispiel. Ja. Und eine Wörtkugel. Ja, voll super. Ja, genau. Und eben auch dieses Herz. Und genau. Das ist aber, da könnte dem Pumuckl nur guten Gewissens das Herzerl wieder abnehmen. Was ich persönlich am Anfang schon arg finde. Und der Eder erklärt ihm das so, was der ja Pumuckl weiß das nur, die Frau Meißner mit dem, das hat er doch so gut gefallen, da haben wir doch nur drüber geredet. Und der Pumuckl tut so wunderbar belanglos, was der, der Pinguin und so, weil es interessiert ihm jetzt gerade überhaupt nicht, er will sein goldenes Herz behalten. Ja, und natürlich, Ole, also der Pumuckl argumentiert auch wieder super, weil er konfrontiert den Eder,
Ja, und was ist jetzt, wenn die Frau Meissner unehrlich ist und wenn die sagt, ah ja, das Herz ist meins? Wenn die sagt, ja, das gehört mir. Ja, genau. Genau. Und er sagt halt, hey, jetzt habe ich eh schon mein Murmel verloren, lieber Meister Eder. Willst du mir jetzt auch noch das Herz wegnehmen? Also es ist schon, es ist wieder so ein Aufbau, gell, wo man schon gespürt, das... Ja, voll. Das kann nicht gut ausgehen. Jemandem das Herz wegnehmen ist nie gut. Ja, natürlich. Und es ist halt immer eine schwierige Situation, gell? Wenn man was findet, irgendwo in einem öffentlichen Raum, soll man es behalten oder zurückgeben oder wie tut man da? Ich kann dir genau sagen, wie du tat, wenn ihr wisst, dass die Frau Meissner die Katja de Bruyne ist, dann würde ich jede Gelegenheit nutzen, um zu ihr in die Wohnung zu kommen. Ja. Und deswegen macht es der Meister Eder wahrscheinlich auch, zumindest der Bayer haben wir Eder. Und gefreut sie einfach nur, damit er, dass er wieder mal die Stimme von der Katja de Bruyne hören kann. Und dann geht das Herz auf. Ja. Genau. Ja, wunderbar. Also unsere Katharina de Bruyne, hervorragende Sprecherin. Unglaublich wieder, wie sie den Eder, wie soll ich sagen, aufklärt, weil er hatte keine Ahnung von Kettel und von Anhängen und von Juwelierzeugs überhaupt nicht. Er war ja noch nie beim Juwelier. Genau. Ist in der Radiofolge nur besser, gell, weil da sagt er so, in einem Juweliergeschäft, da war er noch nie drin und so. Aber Olli, ich muss schon sagen, die Kathi, die wirkt sehr abgehoben, ja. Weil, ja, sehr. Das haben wir aufgeschrieben, ja. Überheblich, möchte ich fast sagen. Überlegen, habe ich mir aufgeschrieben. Nein, einfach abgehoben und sie lacht immer so verächtlich über dieses Herzerl, ja. Ah, das ist doch nichts wert, das ist doch nicht echt und ich würde sowas nie tragen und so. Und also sie macht da echt den Besitzer von dem Herz voll ab. Ja, wie kann man nur sowas Schreckliches tragen, mehr oder weniger. Und sie sagt ja auch noch, höchstens ein Kind trägt so etwas. Ja, das stimmt. Das kann man nur einem Kind zurückgeben. Ja, so sind es die Leute, weißt du? Da glauben sie, sind Experte bei irgendwas. Natürlich kennen sie es überhaupt nicht aus, aber sie behaupten es einfach, stock und steif. Und warum glaubst du jetzt, dass sie die Frau Meissner nicht auskennt? Weil sie einfach nur eine Kettaltragerin ist, irgendeine. Aber sie sagt, so ein Plastikzeug oder was, so ein Blech, gold lackiertes Blech, tragt ja keiner. Das ist eine valide Expertenmeinung. Ja, aber es stimmt nicht. Es sollte sich noch als falsch herausstellen. Nein, überhaupt nicht, weil, Ole, bist ganz auf dem Holzweg, weil die Frau Meissner, die prognostiziert ja das Ganze, was passieren wird, weil sie sagt es ja schon, sie legt seinen Eder schon hin, ja, also höchstens ein Kind trägt sowas und der Eder, das musst du mir jetzt echt einmal erklären, Oli, der Eder findet einen Anhänger und er erinnert sich an irgendeine Kundin, die halt solche Anhänger hat. An Ahne, weißt du, weil solche Kettel können ja viele Leute tragen. Und ja, aber die war ja gestern erst da. Ja. Aber weil es die eine Kundin jetzt nicht verloren hat, denkt der Eder überhaupt nicht weiter. Und er denkt nicht dran, ja, könnte ja vielleicht irgendwer anderer verloren haben. Vielleicht sogar ein Kind. Das wäre doch aufgelegt. Ja, das stimmt schon. Aber würdest du jetzt behaupten, dass das Herz tatsächlich nicht aus Gold ist und tatsächlich quasi nichts wert ist? Also, dass der Papi von der Bärbel ihr das einfach nur als Talisman mitgebracht hat? Aber richtig. Warum? Okay, aber warum schimpft er dann, wenn sie es verliert, wenn es eh nichts wert ist? Ich meine, ich persönlich habe mir ja gedacht, der hat nichts Besseres zum Tun, weil, also um da ein bisschen vorzugreifen, also die Bärbel geht er dann zum Eder fragt ihn, ob er das Herz hat oder auf jeden Fall hat die Bärbel Angst vom Vater, weil der genau darum geht es halt, ja genau. Und, aber das hat ja nichts mit dem Wert zu tun, weil das sagt ja die Frau Meissner: Schauen Sie, da ist ja keine Punzierung drauf, da ist kein Stempel drauf, das ist nicht echt. Insofern ist
Ja, aber dann ist der Vater Idiot, weil der hat nichts Besseres zum Tun, als auf die Nacht heimzukommen und seine Tochter zusammenzuscheißen, dass er den wertlosen Anhänger verloren hat. Naja, das ist richtig. Ja, also, da schenke ich halt meinem Kind, die ist scheinbar, weiß ich nicht, 8 Jahre ist oder so, kein Anhänger, sondern ist irgendwas anderes. Also über das Bild, Ole, der väterischen Erziehung, das in dieser Folge abgegeben wird, da haben wir auch noch was aufgeschrieben. Aber prinzipiell ist es halt einfach ein Mitbringsel oder halt irgendein Geschenk vom Vater, und die Bärbel will halt nicht eingestehen, dass sie unachtsam war und das verloren hat. Das ist ja nachvollziehbar. Ist ja egal, ob das echt Gold oder irgendwas anderes ist. Naja, das hat sich heutzutage sehr geändert, glaube ich. Naja. Okay, na passt. Ja, da können wir nachher noch weiter drüber reden. Auf jeden Fall ist mir das auch aufgefallen, dass die Frau Meissner in der Bayerhammer-Folge, mir kommt schon alles durcheinander, vor lauter Hitze. Ich glaube, jetzt ist Zeit, mein T-Shirt auszuziehen. dass die sehr abgehoben ist, was die Frau Meissner bei der Bankratz-Folge nicht ist. Ist ja das auch so aufgefallen? Genau. Die ist halt einfach so ältere Dame und da hält sie recht nett mit Meister Eder und genau, na, ist mir aufgefallen. Aber Oli, jetzt geht der Eder gefreut sich, aber er denkt sich, ah, die Frau Meissner hat es nicht, der Eder denkt nicht besonders weit, wie wir feststellen werden. Er glaubt halt, keiner hat es verloren, oder weiß nicht, oder der es verloren hat, der kommt nicht mehr. Und er schenkt es jetzt einfach so dem Pumuckl. Ja? Und es ist ganz wunderbar, wie sich der Pumuckl gefreut. Also Vollglas, er ist richtig, er geht auf und er ist glückselig. Und Ole, er sichert sich ja nur mal ab, gell? Weil er fragt nur mal, also die Meissner will es nicht und man muss es auch nicht zur Polizei tragen. Er fragt echt nur mal nach beim Eder und der Eder versichert ihm, na Pumuckl, schau, alles in Ordnung, das Herz gehört dir. Und da macht der Eder halt einfach seinen ganz, ganz großen Fehler. Ja, und er verstärkt sogar noch, er sagt, es ist ein Glücksherz, und Pumuckl sagt dann, ein Glücksherz, das wird das nicht aufgefallen. Herz aus Gold ist Kobolden hold. Genau. Um dem Pumuckl zu erklären, warum er es jetzt nicht zur Polizei bringen muss, müsste jeder halt abschwächen und sagen, das ist jetzt nicht echt Gold, ja, das ist kein Goldherz, sondern nur ein Glücksherz. Und nur, weißt du? Und beim Pumuckl hat es natürlich genau den gegensätzlichen Effekt. Wie bei jedem Kind auch. Was geil, Glücksbringer, voll super, will ich haben. Und der Pumuckl ist wahnsinnig begeistert. Ja. Und wir fangen noch zum Reimen, Dieter. Und jetzt geht's los, weil jetzt werde ich die zwei Einspieler, die ich vorbereitet habe, abspielen, wo extrem gereimt wird, okay? Ja, super. Zuerst von der neuen Hörspielfolge und dann von der alten Radiofolge. Der es gefunden hat, hab mich gefragt, ob er's behalten darf, und ich hab ja gesagt. Jetzt pass auf, Bärbel. Komm in. Das ist was anderes, Oli. Da bin ich wieder mal bei Falschen gelandet. Das wundert mich jetzt, was? Teil 3, 234. Ihr seid live dabei, wie ihr das jetzt einstellt, weil es ist die Sommerfolge. Ich war bei Teil 4, 234. Aber das war das, dann wird's dir da alles. So, hab ich gleich. Jetzt seid aber bereit. Mats ab. Mats, bitte ab. Ja. Oh, ich habe es ja gleich gewusst, dass das ein Glücksherz ist. Herz aus Gold ist Kobolden hold. Also, dann verlier das Herzerl nicht. Das verliere ich nicht, weil ich es nämlich anbinde. So. Dafür ist nämlich der kleine Ring da dran. Da, schau mal, diese kleine Ring hier. Guck mal, diese, ja, verstehst ja. du? Ja, leicht verstehe ich. Ja. Und zwar binde ich es jetzt, also wo bin ich jetzt gleich hier? Naja, wo ich es immer sehen kann, da binde ich das Herzchen an. Das reimt sich. Alles, was mit Herz zu tun hat, reimt sich. Ja. Das ist eine ganz, ganz alte Weisheit. Ja, ja, sehr ganz alt, ja. Also, binde ein Herz an, wo man es sehen kann. Ich weiß, wo ich es anbinde. An meine Schaukel. Mhm. Immer wenn ich schaukle, dann schaukelt das Herz mit. Und wenn ich nicht schaukeln mag, dann kann das Herz ja ganz für sich alleine schaukeln. Ja, das kann's, ja. Dann ist mein Herz immer vergnügt. Ein Schaukelherz, das ist jetzt was ganz Altes, was ich dir jetzt sage. Ein Schaukelherz fühlt niemals Schmerz. Ja, das ist ein ganz altes.
altes Sprichwort, ja. Nein, das ist ein ganz neues Gedicht. Und zwar ist das von mir. Das ist gut, ich weiß. Ja, sehr gut. Und jetzt schaukle ich mein super, richtig. Das ist super. Yeah. Und jetzt hören wir uns das gleiche, die gleiche Szene mal bei Pankratz an. Und das ist ganz witzig. Mit diesem, wie ihn da verlaut, der Pumuckl, mit dem Alt und Neu, das ist da nämlich ein bisschen anders aufgebaut. Herz aus Gold ist Koboldenhold. Das ist ein Koboldsgesetz. Ja, das ist ein uraltes Koboldsgesetz. Ja, uraltes Gesetz. Aber wenn es du gerade jetzt erst erfunden hast, gell? Nein, das ist keine Erfindung von mir, sondern nicht? Eine Findung. Ah. Herz gefunden verheißt glückliche Stunden. Das ist 1057 Jahre alter Sündspruch. Na, also, dann verlier's Herzl nicht, gell? Wenn es schon so viele Gesetze und Sprüche dazu gibt. Nein, das verliere ich doch nicht. Weil ich das nämlich, also das binde ich nämlich an, weißt du? So? Ja, dafür ist nämlich der kleine Ring, schau mal da, dieser Ring, der ist dafür da, weißt du? Nicht? Ja, leicht verstehe ich das. Und zwar binde ich es, ja, wo binde ich es gleich an, wo ich es immer sehen kann, das reimt sich. Alles, was mit Herz zu tun hat, reimt sich, das ist eine alte Weisheit. Ja, sehr alt. Ja, binde ein Herz an, wo man es sehen kann. Ich weiß, wo ich es anbinde. So, wo denn? Ja, ich binde es nämlich an meine Schaukel. Und wenn ich dann schaukle, dann schaukelt das Herz mit. Und wenn ich nicht schaukeln mag, dann kann ja das Herz alleine schaukeln, nicht? Und dann ist mein Herz immer vergnügt. Ein Schaukelherz fühlt niemals Schmerz. Ein altes Sprichwort, gell? Nein, das ist ein neues Gedicht. Das so ein ist neues, von mir, ja. Ja, da schau her. Das ist gut, nicht wahr? Du, da schau her. Eine ganz andere Dynamik, aber sehr, sehr interessant ist, einfach nebeneinander quasi oder hintereinander abzuspülen. Weil einfach, und das predige ich mich dir fast sagen, schon seit Anbeginn, dass einfach diese Dynamiken so unterschiedlich sind und dass einfach dieses ständige sich ins Wort fallen und dieses miteinander interagieren einfach bei der Pankratz-Version halt wesentlich natürlicher ist als bei der Bayerhorn-Version. Mhm. Und da merkt man das halt auch wieder mal. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, ja, sehr cool. Natürlich. Und man merkt auch den Hans Klarin, gell? Das ist schon nochmal ein Unterschied. Er hat einfach nicht diese hohe, ich sage mal, ein bisschen nervige Koboldstimme, gell? Er spricht da bei den Radiofolgen nur anders. Und wie gesagt, ich weiß es jetzt nicht, aber entweder wird er halt wirklich ein bisschen gepitcht, also wird seine Stimme nur verändert, dass er halt irgendwie nur höher klingt. Aber er klingt schon ganz anders in den Radiofolgen. Genau, ja. Und, und sie machen sich da viel mehr über dieses Alte und so lustig. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, genau. Wir gehen weiter. Die Bärbel tritt auf, ne? Die Bärbel tritt auf, ja, und zwar im Hof. Da trifft sie auf den Meister Eder, der wieder mal Zigaretten holen war. Und und sie klagt ihm jetzt ihr Leid, ja, dass sie verzweifelt nach dem Herz sucht. Und ganz kurz nur zur Julia Fischer. Also ich finde das, die spricht die Bärbel in der MC-Hörspielserie. Die macht es wahnsinnig gut. Also so zwischen verzweifelt und dann hoffnungsvoll, wie sie halt mitkriegt, dass der Meister Eder da was weiß über den Verbleib des Herzls. Und es ist ein super Dialog, ja. Auch der Gustl ist super, weil er so zurückhaltend antwortet, gell, und so nicht wirklich weiß, was er sagen soll. Und großartig. Im Radiohörspiel, Oli, weil wir gerade dabei waren, da finde ich die Bärbel zu übertrieben, zu theaterhaft. Da merkt man es auch, dass sie einmal verzweifelt wirken will und einmal, ja, aber das muss der Bub dann hergeben und so, aber halt einfach, ja, zu... Selbstbewusster hat man hier aufgeschrieben. Ja. Irgendwie. Aber ja, theaterhaft finde ich auch gut, ja. Das war ein anderer Ort für die Kinder. Man merkt es ja auch wirklich bei den, weiß ich nicht, alten Peter-Alexander-Filmen oder so. Ja. Da treten diese Kinder auch oft so auf, oder? Ja, ja, genau. So. Weil sie es halt auch so vom Regisseur angelegt bekommen. So. Ja, mach und mach eine Gestik dazu und so weiter. Und ich finde die Julia Fischer, wie gesagt, die redet keinen bayerischen Dialekt. Aber ich finde, die macht es trotzdem wunderbar natürlich. Also kaufe ich voll ab. Genau. Ja. Genau.
Und genau, Oli, und du hast es schon angesprochen, ja. Wieder ist es der Vater, der heimkommt, gell? Da will sie das Kind nicht die Blöße geben. Ah, jetzt ist mir das passiert und was wird der Vater sagen? Interessanterweise mit der Mutter redet sie die ganze Zeit. Sie sagt ja, Mutti, der Eder weiß vielleicht, wo mein Herz ist und so. Aber der Vater ist so diese strenge Figur, die halt auch in dieser Hörspielserie, auch in den 80ern, Ole, immer nur transportiert wird, gell? Das ist richtig, ja. Und das ist natürlich ja, etwas, was heutzutage sicherlich sehr, sehr anders ist. Aber damals, glaube ich, war das auch noch wichtig, glaube ich, für die Väter und für die Männer zum großen Teil natürlich, oder zum Teil, dass sie sich da dass da auch diese Rolle spielen, kommt mir vor. Ja, also, ich weiß nicht, ob es wichtig war, aber es war halt einfach ja, so, und man hat es auch so diese Autorität im Haus, ja. Wenn die Mutter schon nichts sagt, dann mach sie so in die Richtung. Ja. Ja. Und das war ja, Oli, das war ja beim großen Krach auch schon so, wie, wer war das? Das war nicht die Bärbel, das war ja, keine Ahnung, aber wie das Kind das Armband verloren hat, hat gesagt, ah, wenn mein Vater kommt und der wird mir nie wieder was mitbringen und so. Also wieder mal. Ja, klar. Die waren extrem konsequent, die Väter. Ja, ja. Genau. Extrem das Gegenteil von uns heutzutage. Wir sind wahnsinnig inkonsequent. Voll. Und Ole, an dieser Stelle, in diesem Dialog, macht der Eder seinen zweiten Fehler. Weil er verspricht schon wieder zu viel, ja. Er sagt, Bärbel, schau, ich weiß, wo das Herz ist, kommst in meine Werkstatt und dann kriegst du das Herz zurück. Und kann er nicht machen, ja. Er kennt seinen Pumuckl und er weiß, das muss er zuerst einmal vom Pumuckl zurückkriegen. Ist ja nicht so leicht. Das stimmt, da hast du vollkommen recht. Er hätte eigentlich der Bärbel sagen können, ja, ich weiß nichts, und hätte es dann klären können unter vier Augen und hätte sie ja dann immer noch vorbeibringen können. Ja, oder einfach nicht so gleich versprechen, sondern sagen, du, ja, ich habe gehört, irgendwer hat das gefunden, ich frage mal nach, kommst halt morgen wieder oder so. Genau, oder, ja. Ja, weil der Pumuckl, Ole, der sitzt in der Werkstatt und singt, ich bin froh, trollolo, trollolo. Und er bringt den Eder nur viel mehr in diese, wie soll ich sagen, diese Zwickmühle, weil er sagt, hey, lieber Meister Eder, ich bin so fröhlich, komm, mach doch mit, sing mal mit, singen wir gemeinsam über das Glück des Lebens. Ja, ja, magst du das hören? Dann spiel es davor. Ja, spiel es ein. Okay. Wenn es schaukelt, Pumuckl. Wenn es gaukelt, wenn es maukelt. Pumuckl, jetzt hör ich ja mal. Was denn? Du kannst ja auch mit mir singen. Sing doch mal mit. Ich bin froh, trololo, trololo. Nein, jetzt hör mal singen auf. Ich muss mit dir reden. Aber da, sing doch bitte mal mit. Sing doch einfach mal mit. Ich bin froh, trololo, trololo. Du, nein, bitte schön, jetzt hör mal zu. Also, ich bin gerade... Jeder erinnert mich ein bisschen an deinen Bruder, der hat einmal gesagt, du, na, Dieter, jetzt nicht. Jetzt müssen wir mal ernst werden. Ja. Jetzt hör doch mal zu. Du kannst ja nicht immer nur leichtmütig sein. Ja, das Recht des Älteren, ja, mal wieder ernst reinzubringen in die ganze Geschichte. Aber der Pumuckl, der will überhaupt nicht ernsthaft sein, weil der sagt, oh, hast die Bärbel getroffen. Ja, du kannst dir gerne herzliche Grüße ausrichten, weil ich nämlich jetzt ein Herz gefunden habe. Kannst du jedem herzliche Grüße ausrichten. Voll super. Pumuckl ist halt, weißt du, er hat Oberwasser. Er weiß, er hat es geschenkt gekriegt, er hat sie rückversichert, muss ich das eh nicht hergeben und ja. Und jetzt, Oli, jetzt sagt der Eder, du Pumuckl, weißt, das goldene Herz gehört der Bärbel. Und der Pumuckl sagt, nein, 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 das gehört mir. Du hast es mir geschenkt und deshalb gehört es mir. Er sagt fünfmal nein, dreimal so ganz schnell hintereinander und dann einmal ganz bestimmt, nein, das gehört mir. Und er hat vollkommen recht. Also, er hat vollkommen recht, der Pumuckl. Ist wirklich so. Ja, selbstverständlich. Das ist richtig. Er hat es ihm geschenkt. Das haben wir bei den Briefmarken auch schon gehabt. Ja. Und deswegen gehört es ihm, ganz klar. Naja, und der Eder kann es jetzt nicht wirklich einfordern. Ja? Er kann dem Pumuckl versuchen, das zu erklären irgendwie. Aber er sagte in der Situation,
Da macht er nämlich nun nicht die Moralpredigt, also da erklärt er dem Pumuckl nun nicht die Geschichte, das Glück kommt von innen so, sondern da sagt er, so und jetzt ist Schluss, jetzt zieh das Schleiferl auf und gib mir das Kettel. Mhm. Im Radiohörspiel sagt der Pankrat sogar noch, so, aber jetzt reden wir nicht mehr lang drum herum, jetzt gibst du mir das Kettel und so weiter. Also er fordert es da ein vom Pumuckl. Und das, ja. Naja, er schlecht. Hofft auf Verständnis von Pumuckl, aber er beißt auf Granit. Ja, Logo, aber kann ich komplett nachvollziehen, ja. Pumuckl zieht die Schleife auf und bauscht ab mit dem Herz, rennt davon, ja. Und sagt, es gehört ganz alleine mir, ganz, ganz alleine mir. Genau. Ja, ja, so ist es. Und dann kommt die Bärbel. Ja, genau. Mit dem Schusser. Und da kommt mein Zitat zuerst, ja. Wo der Pumuckl sagt, die schöne, schlichte, einfache Wahrheit, Herz ist weg, keiner kann es finden, mag er sich auch noch so schinden. Super. Ja, und der Eder steht jetzt blöd da, weil die Bärbel steht bei ihm und die Bärbel, die ist ja wieder voller Hoffnung, gell? Und sagt, ja, Herr Eder, haben Sie schon mit dem Buben geredet und so weiter? Und wie der Eder sagt, na, leider, dann kriegt es wieder diesen verzweifelten Ton in die Stimme. Also, Hut ab vor der Julia Fischer, die macht es echt sehr, sehr gut. Ja, voll. Aber es gibt eben diesen Hoffnungsschimmer, diese Glaskugel. Und das ist dann auch wieder eine wunderbare Szene. Vor allem Bayerhammer geigt da groß auf, weil da wittert er jetzt wieder die Chance. Ich meine, alle Eders wittern die Chance, oder Bayerhammer übertreibt halt da sehr. Weil er dann ihr ratet, dass sie die Murmel gut aufheben soll, weil er genau weiß, er kann es austauschen. Ja. Und sagt dann, verlier die Kugel nicht, die ist nämlich schön, das ist eine Rarität. Genau, so hast du dir schon genau angeschaut, sowas gibt es heutzutage nicht mehr, so schön ist die, eine Rarität. Und er fängt creepy. Voll zum Poltern an, gell? Also richtig, er wird richtig laut und ja. Fantastisch. Also ich habe mich da gefürcht als Bärbel. Ja, voll. Ehrlich sagen. Wenn da so ein Kanten von Eder vor mir steht und sagt, hast du dich genau angeschaut? Ja, und das Schöne ist, Oli, du hast ja schon gesagt, man kann in Eder beim Denken zuhören. Gell? Also es knacksen die Zahnräder im Gehirn vom Eder. Weil die Bärbel fragt nur so, gehört die Ihnen? Und er sagt, ja, das ist, ja, da überlegt er noch und da kommt ihm dann so die Idee, na, aber Bärbel, weißt, poltert die Murmel und dann fangen wir wirklich, dann geht er echt mit der Stimme so auf wie großartig. Ja, das hast du gut formuliert, man kann ja beim Denken zuhören, ja, ab. Und die Bärbel aber natürlich auch moralisch auf der richtigen Seite, würde die Kugel sofort ohne Bedenken außer Rücken. Und da ist aber in der Bankratz Bärbel sogar, ja dann, da passt. Während die Julia Fischer so ein bisschen traurig, ja, dann nehmen sie es halt. Ja. Naja, das sind auch noch so kleine Nuancen. Ja, das macht sie ja fast ein bisschen unsympathisch, gell? Die Bärbel ist einfach so ein perfektes Kind, das ist auch nicht ganz realistisch, oder? Ja, deswegen verstehe ich den Papi nicht, dass der so schimpft mit der armen Bärbel. Das ist aber so ein echt traumhaftes Kind. Ja. Jedenfalls, die Bärbel behält sie jetzt die Kugel, gell? Und auf einmal saust die Kugel davon, beziehungsweise fällt ab, rollt durch die Werkstatt, weil der Pumuckl, der Teife, die natürlich... Ja, diesen Krallen, den Schusser. Genau. Und der Eder und die Bärbel, beide jagen der Kugel nach und jetzt alle... Jetzt bekommt die Kugel einen Namen, weil der Eder immer Pumuckl ruft, gell? Und das ist der Moment, wo dann auch die Bärbel auf einmal einen Bezug zur Kugel findet, also zur Murmel. Mhm. Was der, weil vorher sagt sie nun, ja, wenn es ihnen gehört und so, und na, also ich kann mir es ja nicht um ein Hals hängen und so weiter. Also eigentlich so glas finde ich es nicht. Aber wie es dann fragt, ja, heißt die Kugel Pumuckl und so weiter, da wird es dann interessant für die Bärbel. Das stimmt, ja. Auf jeden Fall jagt er dann dieser Kugel hinterher und erwischt es. Ah, das war Glück. Genau. Sagt er. Naja. Genau, und gibt es Bärbel zurück. Und die nächste Szene finde ich auch ganz interessant, weil der Pumuckl natürlich sehr uneinsichtig will sofort beides haben.
Sehr interessant natürlich auch zum Analysieren, weil warum soll er jetzt auf eins verzichten? Gehört beides her. Ja. Beides hat er geschenkt gekriegt, das, was du vorher schon gesagt hast. Und das hat natürlich immer nur behalt Gültigkeit. Verstehst du? Genau. Haben wir gesagt, behalt Gültigkeit. Ja, sicher. Hm. Im Pumuckl gehört ja beides. Und vor allem jetzt hat er auch gehört, wie der Eder die Glasmurmel angepriesen hat bei der Bärbel. Und das sagt er jetzt dann auch. Ja, ich habe nicht gewusst, dass das eine ganz besondere, ganz schöne Glücksglaskugel ist und so weiter. Und dann sagt der Eder und da wieder ein bisschen ungeschickt, gell? Weil da widerspricht er sie oder da muss er sie dann wieder widersprechen, weil er sagt, ja, jetzt hör mal auf mit dem Schmarrn von Glück, das sagt mir nur so dahin. Ja. Also das sagt mir nur so, das stimmt ja in Wahrheit gar nicht. Und er versucht aber immer die Kinder damit zu überzeugen und gibt jetzt da praktisch zu, ja, das ist ja alles nur ein Schmarrn, weil das wahre Glück, das kommt ja von innen. Genau, jetzt kommt die Moral ins Spiel, was du vorher schon gesagt hast, was er vorher noch nicht gemacht hat. Muss aber den Pumuckl, das habe ich auch ganz interessant gefunden, vorher muss er quasi Gewalt anwenden, indem man festhält, weil der Pumuckl will partout nicht bleiben, will es nicht holen. Und wenn er ihn nicht eingesperrt hätte oder wenn er ihn nicht in seiner Hand festgehalten hätte, dann hätte er ihm die Moral gar nicht mit auf den Weg geben können, die ja letztendlich dann doch Stück für Stück beim Pumuckl wirkt. Und das finde ich ganz interessant, weil heutzutage denkst du halt, was soll ich jetzt machen? Mein Kind rennt mir davon, weil der will überhaupt nicht hören, dass er Unrecht hat. Und ich kann ihn aber jetzt eigentlich auch nicht mit Gewalt festhalten. Ganz eine interessante Situation aus heutiger und damaliger Sicht, finde ich. Erziehungstechnisch meine ich jetzt halt. Vertrackte Situation. Ja, und Oli, ich hab da ein bisschen zurückgedacht an die Folge Pumuckls Rache vom Herrn Schladerer. Weil der hat das ja auch nicht wirklich eingesehen, dass das Glück von innen kommen muss und dass man selber ein zufriedener Mensch sein muss. Also entweder, Ole, kommt das Glück von innen oder es kommt von einem Heftchen zur Entfernung von Flecken, habe ich gedacht. Eins von den zwei Sachen. Ja, okay. Genau. Richtig. Genau. Ja, es ist aber, sehr cool. Und aber ja, warte mal, Ole. Deinen Gedanken bitte. Aber starkes Ende von dem Dialog, weil der Eder überlässt dem Pumuckl die Entscheidung, was er jetzt macht. Ja? Er sagt, gut, Pumuckl, ich habe das jetzt gesagt, jetzt tu, was du willst und was du für richtig hältst. Das ist ein, wie soll ich sagen, ein riskanter, aber ein starker Zug vom Eder, weil, ja, er weiß ich wirklich nicht. Er vertraut darauf, dass sein Pumuckl ein guter Kerl ist, aber er weiß es in dem Moment noch nicht. Das stimmt, sein kleiner Pumuckl. Ja, so ist es. Und er hat sich für den richtigen Weg entschieden. Und das ist auch was, ich glaube, ich werde gar kein Fazit mehr haben, weil wir halt in den Szenen schon alles ausarbeiten. Aber das ist halt auch super, wie der Pumuckl halt jetzt lang bei seiner Ansicht festhält. Und wir schön mitbekommen, wie er durch die Argumente vom Eder sich Stück für Stück wandelt quasi. Und ist ein astreiner Turn ist es, Dieter. Ein Turn, wie man im Wrestling sagen wird. Und er wird vom Heel zum Babyface. Jetzt wieder vom naja, bösen aber warte mal, zum Guten. Ja, aber wie wird er dazu? Weil jetzt gibt es ja wieder eine sehr starke Szene im Hof. Weil die Bärbel spielt mit der Glaskugel, gell? Der Eder hat ja gesagt, das ist ein Talisman, bringt Glück und so weiter. Und die Bärbel macht jetzt ihre Wette. Sie wettet sozusagen mit sich selbst, wann sie es schafft, durch das hohe Gras, die Murmel bis zu den Aschentonnen, bis zu den Mülltonnen rollen zu lassen. Dann kriegt sie das Herzerl wieder und wenn sie es nicht schafft, dann verliert sie es. Und die Bärbel, die ja glaubt, dass die Murmel Pumuckl heißt, die setzt also ihre ganze Hoffnung in den Pumuckl. Verstehst du das, Oli? Das ist, und der Pumuckl will dann natürlich, dass die Bärbel die Wette gewinnt. Weil, ja, der Pumuckl muss es ja schaffen. Und ja, unfassbar, wie viel Psychologie da drin ist. Finde ich wirklich unfassbar. Und die Bärbel freut sich voll.
Der Erzähler sagt es auch, naja, und der Pumuckl hat sich jetzt auch gefreut, ohne bestimmten Grund, einfach nur, weil die Bärbel sich gefreut hat. Auch wieder starke Moral, was der, das ist wieder genau da, wo ihn Eder seine Gedanken, die ein Pumuckl mitgegeben hat, dann zum Tragen kommen. Und ja, der Pumuckl hat sich in dem Moment entschieden. Er erklärt es dann auch nachher nur in dem letzten Dialog. Aber magst du oder hast du sonst noch Gedanken zu der Szene mit der Wette und mit der Kugel? Ja, na, das hast du super ausgearbeitet. Das hätte ich eigentlich gar nicht so bedacht gehabt, dass es sozusagen im Pumuckl was auslöst, dass die Kugel Pumuckl hast und dass er dann selbst zum Orakel wird. Mhm. Finde ich saustark, ja. Cool. Mhm. Das ist immer das Schöne an unseren Besprechungen, weil wir dann im Dialog mit dir nur selbst oft einmal ein Licht aufgeht. Super. Und weißt du, warum der Pumuckl das Ganze gemacht hat? Weil er ist ja im Grunde ein guter Kerl, hören wir nachher noch. Und der Pumuckl hat sich jetzt für sich selbst eine Erklärung zurechtgelegt, damit er sie leichter von dem Herz trennen kann. Weil er weiß ja, das gehört eigentlich zur Bärbel. Und jetzt geht er zum Meister Eder zurück in die Werkstatt und da sagt er, da erzählt er dem Meister Eder das Ganze und er sagt dann, ja, eine gewonnene Wette ist eine gewonnene Wette, nicht wahr? Also, es war ja, irgendwie eine Wette und genau, und da hast du jetzt das Herz, gibst der Bärbel und der Pumuckl will somit eh das Richtige tun. Er hat jetzt nur sozusagen nur irgendwie, was, das ist wie so, dass der Pumuckl halt jetzt nicht sein Gesicht verliert, weil er vorher gesagt, na, und das gehört mir. Und jetzt sagt er, okay, das war die Wette und jetzt kriegt es wieder die Bärbel. Es ist echt sehr, sehr gut, meiner Meinung nach, wie es das aufgelöst hat. Ja, voll. Wirklich stark. Und der Eder ist erleichtert und stolz auf seinen kleinen Pumuckl. Das ist auch irgendwie super geschauspielert, oder? Wie er zuerst so einfach nur verkrampft ist und dann löst sich dieser Krampf auf. Wie er zuerst nur misstrauisch ist, wie er sagt, ja, die Bärbel hat die Kugel geworfen und du hast das weggenommen. Nein, ich habe es bis zur Tonne rollen lassen und dann hast du es hinter der Tonne versteckt. Ah, super, ja. Also, ja. Na ja, klar. Er glaubt ihm noch nicht, dass er ein Babyface ist. Ein guter. Genau. Und dann, ja, super, weil der Pumuckl hat das Herz am rechten Fleck und nicht unter der Bodenleiste. Genau. Und dann merkt man eben, und das ist auch wieder beim Gustl Beierhammer, ist das nur mal markanter, wie er dann halt wirklich ganz weich wird und wie er voll stolz ist auf sein Pumuckl. Das ist wirklich herrlich zum Anhören. Ich finde wirklich, diese Hörspielfolge, da finde ich Gustl Beierhammer deutlich besser als in Alfred Pankratz. Und zwar aus dem Grund, weil der Gustl Beierhammer halt einfach genau anders gepolt ist. Der ist ruhig, ja, der ist manchmal auch streng und der Pankratz ist ja teilweise selber so nervös wie der Pumuckl. Und passt für mich in die Folge, passt da der Beierhammer zu 100%. Genau. Und auch zum Schluss, wie er seinen Pumuckl lobt und im Pumuckl steckt ein guter Kern, darum habe ich meinen Kobold allweil gern. Das ist einfach, darin kulminiert es. Ja. Ja, der hat mehr Kanten und mehr Facetten, glaube ich, der Beierhammer natürlich, ja, das stimmt. Genau. Ja, ja, na super, dann Ende gut, alles gut. Die Bärbel bekommt das Herz vom Eder und der Eder kriegt einen Schusser zurück. Genau. Und jetzt ist der Schusser eine Glückskugel. Genau. Und mit dem Schusser sind wir schon beim Schlusser. Weil zum Schluss reimen es noch ziemlich viel, aber das lesen wir jetzt nicht alles vor. Es kommt dann nur das Herzgedicht, Oli, das du schon... Das ist kein Gedicht, das ist ein Ferz. Ja, Ferz. Viele Ferze. Genau. Ja, dann Deckel drauf, oder? Ja, na, weil das Witzigste ist ja, dass der Eder laut Erzähler dann erstmals zum Juwelier geht und dem Pumuckl ein vergoldetes Herz mitnimmt. Finde ich halt, wie du vorher schon gesagt hast, auch sehr
Lustig, dass der Eder einfach noch nie beim Juwelier war, aber warum soll der? Also er hat auch noch nie eine Freundin gehabt, scheinbar. Ja, wobei, kann er auch nicht gehabt haben und ihr nichts geschenkt. Aber keine, die ihm einen Verlobungsring wert war. Genau. Ja. Ja, Oli, du hast gesagt, bei dir wird es ein kurzes Fazit. Dann lass mich diesmal beginnen. Bei mir wird es nämlich auch ein kurzes, weil wir haben eh sehr, sehr viel schon erörtert in der Analyse. Vielleicht nur ergänzend, also die Folge, das war eine, die ich wirklich als Kind sehr oft gehört habe. Obwohl sie jetzt nicht zu meinen Lieblingsfolgen gehört hat. Aber für mich war wirklich diese einfach diese Geschichte, dass der Pumuckl letztendlich das Richtige tut und dass der Eder ihm so lobt und so stolz auf ihn ist, das hat man nicht so oft und das war immer was man sehr taugt hat und somit gehört zu meinen sentimentalen Folgen. Also habe ich als Kind oft gehört. Und als erwachsener Hörer haben wir schon gesagt, Oli, ist die Folge auch sehr, sehr gut gelungen. Wirklich sehr gute Dynamiken zwischen Eder und Pumuckl, zwischen Eder und Bärbel. Auch, dass der Eder seinen Fehler mehr oder weniger einzieht und den Pumuckl dann auch nicht zwingt, sondern er selbst entscheiden lässt, was er tun soll. Auch das ist ganz, ganz großartig. Und ja, und die Folge transportiert halt, dass nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene Fehler machen. Und das hat man auch nicht so oft in Kinderhörspielen. Kein Sturschädel in der Folge, Oli, weil der Pumuckl ändert seine Meinung. Aber trotzdem und wieder in einem Satz. Eine wunderbare Pumuckl-Geschichte, die sentimental zwischen tief traurig und fröhlich jauchzend dahinkullert und letztendlich das Herz am rechten Fleck behält. Eine 8 von 10 von mir. Ja, super, Dieter. Es war ja eigentlich unsere locker flockige Sommerfolge. Jetzt sind wir da aber sehr eingerutscht in diese Moral. Haben uns da fangen lassen, möchte ich fast sagen. Ja, weil wir uns eine seriöse Folge ausgesucht haben. Ja, seriöse Folge. Ich hoffe, wir haben euch auch ein bisschen mit einziehen können in diese seriöse Besprechung. Und ja, von mir, es gibt gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Es ist sicher eine der Folgen mit dem größten pädagogischen Wert. Und natürlich kann man sagen, es von der Atmosphäre her und von den Gags her, das ist halt, auf das ist da nicht der Fokus gelegt, nicht so extrem. Dafür gibt es viele schöne Gedichte. Und ja, also es fällt natürlich auch die ganzen Protagonisten, die dazukehren, die das Ganze nur ein bisschen lustiger machen teilweise. Aber der Plot ist sehr logisch und fein. Also mir taugt die Folge auch sehr. Ich habe es immer schon ganz gern wegen, immer schon sehr gern wegen. Und ich habe der Folge auch 8 von 10 gegeben, aber ich möchte nach unserer Besprechung fast die Folge nur auf einen 9 hochranken, muss ich gestehen. Ja, Wahnsinn. Okay. Ja, und 9 ist eine Ansage. Sehr gut. 9 von möglichen 10. Wunderbar. Ja, perfekt, Oli. Dann haben wir sie auch bewertet. Und dann hätte ich gesagt, stelle ich dir noch eine Frage. Sehr gern. Oli, in der Pumuckl-Hörspielserie, da geht es ja oft um Anhänger, gell? Von Halsketten oder von Armbändern und so weiter. Du erinnerst dich vielleicht am großen Krach, da war es ja ein Armkettel und weißt du noch, was da für Anhänger drauf waren? Ist jetzt noch nicht die Frage. Da war es zum Beispiel ein Deckerl, ein Herzerl, ein Krügerl, ein Pudel, ein schiefer Turm, den der Papa aus Pisa mitgebracht hat und so weiter. Ganz viele Kuriositäten, finde ich, hängen immer an diese Kettel drauf. Und jetzt, Oli, in der Folge, da geht es um das Armband von der Frau Meißner. Weil die hat auch recht lustige Sachen da drauf hängen. Okay. Und du hast heute schon ein, zwei erwähnt. Und drum steht jetzt die Frage, um festzustellen, ob du wirklich gut aufpasst hast bei beiden Folgen. Die Frage ist, Oli, welcher Anhänger ist nicht am Armband von der guten Frau Meißner? Ist es A, ein Telefon, B, ein Bierkrug,
C, ein Pinguin oder D, eine Weltkugel? Naja, das weiß ich ganz einfach. Das ist ganz einfach, das ist der Bierkrug, Dieter. Das kann ja aus der Hüfte schießen. Richtige Antwort. Fantastisch, hast gut aufgepasst. Nein. Ja, und warum? Warum warst du da jetzt so sicher? Im Pinguin hast du erwähnt. Pinguin habe ich erwähnt, die Weltkugel habe ich auch erwähnt. Was ich nicht erwähnt habe, war das erste. Das Telefon? Telefon, genau. Aber das ist mir dann wieder eingefallen. Okay. Das, was du jetzt erwähnt hast. Naja, so weil es das erste war, gell? Da haben wir es dann sofort wieder im Ohr. Aber ja, der Bierkrug war auf dem Armband von der... Jetzt fällt mir echt der Name von dem Kind nicht ein, aber vom großen Krach. Ja, aber das macht nichts, weil das war natürlich auch dein Fehler. Ja? Du hast dem Eder seine zwei Fehler heute aufgedeckt. Jetzt decke ich deinen Fehler auf. Dass du das vorher erwähnt hast, war natürlich ein Fehler, weil dadurch habe ich gewusst, dass es in der Folge nicht dabei war, weil es beim Armband von der letzten, also von der großen Krachfolge oben war. Und Naja, dann wird mir gedacht, ich verwirre dadurch, dass ich da einfach nur ein paar Anhänger vorlese vorher, bevor ich die Frage stelle. Tja, mein Lieber. Ist dir nicht sehr gelungen gut. Heute? Nicht gelungen. Es war wunderbar, mit dir diese Folge zu besprechen. Du hast Besuch, da wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Genau. Du wirst jetzt sicher noch das eine oder andere Gruß Campo einnehmen. Das werden wir noch machen, weil es ist so heiß mittlerweile, ich muss jetzt ganz schnell die Fenster aufmachen. Das ist ja ganz ein roten Schädel. Genau, deswegen verabschiede ich mich. Freue mich, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet oder wenn ihr es irgendwann jetzt irgendwann einschaltet. Wenn ihr Anhänger von uns seid, dann könnt ihr uns leider nicht auf ein Bundle auftun, aber ihr könnt uns den Daumen auf YouTube anklicken und andere Dinge für uns tun, mit uns in Kontakt treten oder uns bewerten auf Spotify, haben wir auch schon lange nicht mehr gesagt. Und uns natürlich gern auch auf den sozialen Medien folgen. Vielleicht schickt der Dieter ja ein Foto aus Spanien, oder was ich dann auf Instagram hochlade. Schauen wir mal. In diesem Sinne, wunderbar. Verabschiede mich und spüle dir, lieber Dieter, und euch die Endsignation ein. Wunderbar. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ja, bitte schreibt uns, bleibt uns gewogen, sagt uns, was ihr vielleicht verloren habt und nicht mehr gefunden habt, was auch immer. Schaltet wieder ein in 14 Tagen, wann es bei uns wieder weitergeht. Und bis dahin und zum Abschluss, wie gewohnt, die bayerische Wirtshausweisheit der Woche. Nicht mit den Knädel schießen, zum Essen sind's da.